Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Car Mechanic Simulator. Ja, wir wollten ja hier die beiden Sebring Twins von Maserati hier mal fertig machen. Einen für mich und einen zum Verkaufen. Ich war mal auf dem Schrottplatz, hab nochmal nach ein paar Teilen geguckt, weil ich hatte nämlich hier auch noch Teile auf Lager liegen. Hier Außenspiegel, wir haben noch drei Stoßstangen für hinten, wobei der eine hat noch eine Stoßstange, weiß ich noch nicht, ob wir die brauchen werden. Dann die Tür rechts. Haben zwar beide, aber ich glaube bei dem, ich glaube, die ist durch. Ich weiß nicht, ob die da überhaupt noch funktioniert. Dann haben wir noch ein 90-prozentiges Rücklicht. Das schmeiße ich dem Wagen drauf, der verkauft wird. Dann war ich auf dem Schrottplatz gewesen. Voll geil. Habe ich einen Zylinderkopf in Sebring gefunden, den ich reparieren konnte. Massenweise Geld gespart. Dann Zylinderkopfhaube Typ A und B hatten wir noch. Steuergehäusedeckel hatten wir noch, Motorblock hatten wir noch, falls einer von den beiden kaputt ist, und ein Zündkabelsatz mit Qualität plus 2. Kommt natürlich in mein Auto rein. Ja, und wie ich auf dem Schrottplatz war, habe ich dann natürlich hier noch ein Mach 1 gefunden für 17.000, die ich bezahlt habe. Ist auch blöd, ne? Ich habe 17.000 für den bezahlt, der ist jetzt nur 14.800 wert, ja moin. Naja, egal. Aber den habe ich noch gefunden. Den können wir auch auf jeden Fall noch machen. Ey. Richtig nice. Den haben wir mal mitgenommen. So, würde ich sagen, fangen wir hier bei den Fahrzeugen hier mal an. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich wollte noch auf einen Kommentar eingehen. Moment. Ja, auf Scott seinen Kommentar. Ja, Instagram habe ich. Sollte eigentlich auf dem Kanalbanner zu sehen sein. Hoffe ich zumindest. Aber gut, wie gesagt, ich mach da nicht viel. Also hin und wieder mache ich mal Thumbnail von der GTR Spirit League rein. Ansonsten würde ich halt, ich könnte mir gerne folgen eigentlich. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, falls mal wieder sowas passieren sollte, was ich nicht hoffe, dass mir das Internet ausfällt und ich dann irgendwie über ein Handy-Hotspot da so ein kurzes 2-Minuten-Video hochladen muss. Dafür könnte man das auf jeden Fall nutzen, aber ich bin kein Typ, der jeden Tag da postet wie ein Wahnsinniger oder sonst irgendwas. Ich weiß, als Influencer sollte man das machen, aber ich fühle und sehe mich nicht als Influencer. Ganz im Gegenteil. Und daher werde ich nicht mein ganzes Leben da irgendwo jeden Tag preisgeben. Ich kann jeden Tag ein Foto posten, wo ich beim Kunden stehe und ihm die Hand schüttle und guten Tag sage. Das wäre das Einzige. So, ich hoffe, damit habe ich deine Frage beantworten können. Wie gesagt, sollte aber eigentlich auf dem Kanalbanner drauf sein. Also ich hoffe es zumindest. Hatte ich mal gemacht, genau für den Fall, wie mir das Internet ausgefallen war. So, dann BVB-Fan, ja, dein Post habe ich gesehen. Da reagiere ich dann auch, also ich habe es ja auch schon drunter geschrieben und das Video, aber da reagiere ich dann nochmal eben drauf im morgigen Video vom Truck Driver, was dein Problem mit dem Lenkrad angeht. Also wie gesagt, ich habe da nicht viel gefunden, aber das, was ich gefunden habe, hatte ich ja geschrieben. Mache ich aber nochmal extra Info dazu. Das auf jeden Fall. So, das sieht hier sehr gut aus. So, und ach ja, genau, Justin Schönwalder. Wälder. Ja, wie gesagt, ne, viel Spaß mit dem Spiel. Das macht auf jeden Fall Bock. Das Leveln, ja, gut, okay, es ist relativ, ne? Es geht doch recht zügig, weil für jedes Teil, was man schraubt, demontiert oder macht, kriegt man halt einen Erfahrungspunkt. Und von daher, und es ist ja auch eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn man jetzt, sag ich mal, nicht von jetzt auf gleich gelevelt hat. Finde ich zumindest. Kann man hier noch irgendwas abmachen? Nö. Nein, das will ich nicht. Ich glaube, karosserietechnisch dürfte man bei den Fahrzeugen alles haben, ne? Sieht zumindest so aus. Hat Kotflügel haben die nicht, ne? Dann nicht.
So, dann wollen wir mal gucken, was können wir denn hiervon noch reparieren? Derzeit schlürfe ich mal meinen Kaffee. Na gut, die Stoßstange hinten haben wir reparieren können. Das passt. Apropos, das passt. Was war denn jetzt mit der einen Tür? Ach, die Felgen muss ich noch auseinandernehmen. Okay, die Scheiben sind klar. Die eine. Das? Ah, hier. Ich wollte sagen, was hier an der Tür. Okay, die Tür haben wir auch reparieren können. Da haben wir natürlich eine Tür für rechts zu viel und für links zu wenig. Ah, gut, passiert, ist halt so. Kann man mit leben. Müssen wir halt eine kaufen. Pech gehabt. So, dann wollen wir hier den ganzen Reifen mal montieren, wollte ich schon sagen. Demontieren. In der Zeit können wir auch schon mal das Schweißgerät parat stellen. Ja, komm, bitte. Fangen wir an der zweiten Bühne an. Oh Leute, ich glaube, ich muss niesen. Ah, so. Das musste ich mal eben schon rausstellen. Ich habe das Gefühl, ich kriege eine Erkältung. Hatte ich letztens schon, aber jetzt hat sich das Ganze verstärkt. Irgendwie. Meine Nase macht irgendwie schlapp und. Keine Ahnung. Voll gut, bei dem Wetter kein Wunder. Es ist richtig schön kalt geworden, jetzt so nach Weihnachten. Aber, ne, wir haben ja jetzt auch Winter, seit dem 21. Dezember, also von daher. Darf es auch kalt werden. Also das nervt aber hier mit den Reifen schon ein bisschen, ne? Schon ein kleines bisschen. Tja, dann, wo ist mein Schweißgerät? Hä? Wo ist mein Schweißgerät hingestellt? Hallo? Mein Schweißgerät. Hallo? Wo ist mein Schweißgerät hin? Hallo? Er hat ein Schweißgerät? Mein Schweißgerät ist weg. Ach, hier steht es. Hatte ich das nicht auch für die zweite Bühne gestellt? Erste Bühne, zweite Bühne. Zweite Bühne. Da will ich hin. So, dann wollen wir mal $1000 investieren. Yep. Yeah. Okay, das ist rot. Nice. Erste Bühne bitte. Jetzt brauchen wir aber erstmal wieder Reifen. Reifen brauchen wir echt mehr als genug, ne? Vor allem, wie viel Reifen habe ich denn da jetzt? Was habe ich denn hier alles noch? Okay, das waren erst drei Stück. Das kam mir vor, als hätte ich hier schon fünf oder sechs Reifen abmontiert. So, dann gucken wir mal, was kann der? Ne, da gucken wir wieder zu, ne? Zack. Tada! Auch rot. Ja, okay. Kann man mal machen. So, weg mit dem Schweißgerät. Sehr schön, aber dann haben wir die beiden wenigstens schon mal wieder von der Karosserie her fit. Das sieht doch nice aus. Damit kann man noch arbeiten. Ja, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Würde ich jetzt mal so behaupten. Können wir nämlich auch die reparierten Teile eigentlich auch schon direkt wieder ran montieren. Dann haben wir die hier immer schon mal aus den Füßen und aus dem Inventar raus. Weil besser ist das. Ich krieg ja nichts über nichts mehr in der Krise als so ein unordentliches Inventar. Okay, 2, 3, 4, 5. Zwei Felgen sind hinüber. Aber da kann ich ja eigentlich auch noch mal gucken. Was haben wir denn hier für Felgen? Was ist denn das hier? Sebring 16 Zoll. Na, schauen wir mal ganz schnell. Zack. Felgen. Nee, halt, Moment, das ist Dingens. Ist falsch.
Sebring. Oh, guck mal einer an. Ah, ne, ist eine 19 Zoll, die können wir nicht gebrauchen. Leider nein, leider gar nicht. Kann man nicht gebrauchen, dann halt nicht. So, dann wollen wir noch eben schnell, wo die Wagen gerade am Start sind, nochmal eben im feuchten Lappen durchwischen. Zweite Bühne. Einmal. Dankeschön. Jo. Oh, da sehe ich ja gerade was. Da sehe ich gerade was. Und zwar habe ich hier eine Scheibe vergessen. Tada. Dann hier nochmal feucht durchwischen, ja, dankeschön. Einen kleinen Unterschied sieht man schon, ne? Aber wirklich nur einen kleinen. Hier sind ja zwei verschiedene Sitze dran. Oder? Ja, sieht nur so aus, ne? Ah, egal, die müssen eh raus. Hier ist auch gar kein Lenker drin. Ja, moin. Und hier haben wir auch noch einen Sitz. Ja, gut, okay. Das machen wir noch. Das machen wir aber später erst. So, dann würde ich sagen, ja, dran mit den Teilen. Einmal die Tür. Die ist grün. Wow. Okay. So, einmal ein Außenspiegel. Warum muss ich hier eigentlich jedes Mal wieder von vorne anfangen? Was soll das? Eine grüne Heckklappe. Warum sind die Teile hier alle grün? Was soll das? So, dann, was hatte ich gesagt? Welchen wollte ich jetzt verkaufen? Ist eigentlich egal, ne? Der ist schon mal 20.000 wert jetzt. Der ist nur 15 wert. Krass. Ja gut, okay, dem fehlen aber auch schon ein paar Teile. Mach mal dem mal eine Tür dran. Ah ne, die habe ich nicht. Ne, scheiße. Dann kriegt der schon mal die Heckklappe. Dann kriegt der schon mal die Heckstoßstange. Ey. Und dann kriegt der schon mal die Tür. Wo ist jetzt die Grüne hier? Und jetzt? Ist ja auch 20.000 wert. Haha, tada. So einfach geht's. Ja, moin. Beide 20.000 wert. Es ist egal. Scheiß drauf. Dann kriegt der nämlich jetzt hier das Rücklicht. Dann wird der verkauft. So, zack. So, dann kriegt er die Tür. Kriegt er die rote. Ist ja egal. Und der kriegt dann die Motorhaube, weil da kommt schon eine neue. Boom. Bam. Auf geht's. Wir haben keine passenden Ersatzteile für vorne. Tja, dann leider nein, leider gar nicht. So, okay, das haben wir. Hat der nur einen Außenspiegel? Der hat nur einen Außenspiegel, krass. Gut, dann müssen wir da noch die restlichen Teile kaufen für. Kriegen wir hin, sollten wir machen. Hinkriegen, machen können, wie auch immer. Nice, sehr schön. So, was haben wir jetzt hier noch im Inventar? Ich habe eine Tür, die total überflüssig ist. Einen Spiegel, den ich noch nicht anbringen konnte. Und noch jede Menge Krempel, den ich nicht brauche. Okay. Dann würde ich sagen, müssen wir jetzt erstmal hingehen und die Karosserieteile besorgen. Das mache ich aber ausgehen. Das mache ich jetzt. Weil jetzt wäre blöd. So, dann fangen wir an, hier den auseinanderzunehmen. Ist ja easy. Macke hoch. Dann fangen wir hinten an. Ach, verdammt. Ja. Mal gucken, ob ich. Ich habe so einen Bügel um den Schrott gefunden. Für diese Befestigungsplatte. Diese Haltebügel. Habe ich gefunden, habe ich repariert. Mal gucken, ob wir den hier einsetzen können, müssen oder nicht. Schauen wir mal. Haben wir auf jeden Fall einen da. Sehr schön. Ist auch wieder so ein Ding. Obwohl ich habe viele Karosserieteile gefunden. Ich habe noch nicht mal mehr. So viele Motorteile oder sonstige Teile gefunden, die man dafür einsetzen müsste, könnte. Schon mal sehr gut. So, nächste Frage ist. Die nächste Frage. Wie machen wir das denn? Wie mache ich das denn am besten? Ich glaube, ich gehe hin. Ja, das glaube ich. Ich glaube, so mache ich es am besten. Gehen wir hin und bauen jetzt hier die Hinterachse aus. Dann bauen wir bei dem anderen die Hinterachse aus und dann können wir alle Teile immer doppelt kaufen, die wir kaufen müssen. Ah.
Das nennt sich ein Plan, ne? Der Plan geht bestimmt voll in die Hose, weil ich dann wieder irgendwie durcheinander komme. So wie ich mich kenne. Ich könnte allerdings auch hingehen, erstmal die Teile reparieren, die wieder einbauen. Dann hätte ich hier auch aus den Füßen. Das wäre auch was. Fragen über Fragen. Das ist wieder herrlich. Ah, ich bin echt mal gespannt, was aus dem Wagen wird hier. Für wie viel werden wir vertickt kriegen. Wenn man überhaupt vertickt kriegen. So, hier muss ich jetzt gucken, hier hängt schon wieder die Karamell dazwischen. Raus damit. Kann ich den Mittelschwimmdämpfer hier auch schon rausnehmen. In den Außenfüßen. Nice. So. Ja, ich glaube, das ist besser, wenn ich jetzt erst das repariere, dann wieder einbaue und dann das mache. Und dann die fehlenden Teile. Ne, da komme ich auch. Ne, da kommt man auch durcheinander, ne? Das ist blöd. Wir machen das so. Gucken wir mal. Sollten wir doch repariert kriegen hier. Die Schose. Okay, einen Bügel haben wir schon mal. Ja, sieht gut aus. So, jetzt bitte hier Starrachse. Die würde ich gerne reparieren. Danke. Steckachsen auch repariert. Sehr schön. Und auch die Bügel. Ja, das sieht doch gut aus. Sehr schön. Nice. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Genau so, nicht anders. Dann können wir das nämlich schon wieder einsetzen. Haben wir das nämlich schon wieder. Wow. Jawohl. Läuft denn wie am Schnürchen, würde ich sagen. Kriegen wir hier schon mal Gummis am Start? That was she said. Zack. Rein damit, jawohl. Müssen wir auf jeden Fall neue kaufen, weil so langsam gehen uns auch die Gummilager wieder aus. Ich nenne sie jetzt einfach mal Gummilager. Ja, schön, haben wir das auf jeden Fall schon mal repariert. Das ist doch geil. Ist halt nur die Frage, wie. Naja. Man könnte es so machen, man könnte es aber auch so lassen. Wobei, bei Stoßdämpfern und so ist es ja eigentlich offensichtlich. Also, das würde ja sogar noch gehen. Bremstrommeln genau das gleiche, würde ich sagen. Weil die müssen wir eh wieder neu machen. Warum kann man eigentlich so eine blöde Bremstrommel nicht reparieren? Das ist auch total dämlich eigentlich, ne? Die Seite auf jeden Fall schon wieder am Start. Na, komm her. Ja, kann man das nämlich so machen und dann passt das. Dann passt das auf jeden Fall. Ah, ah, ah. Dö, dö, dö. Nein, du nicht. Ups. So, jetzt müssen wir gerade gucken. Ich glaube, eine Befestigungsplatte müsste ich sogar noch haben, ne? Wobei das eigentlich total dämlich ist, jetzt noch eine Befestigungsplatte zu suchen. Aber wir machen es trotzdem. Befe. Ne, da habe ich nur den Bügel. Ja, dann leider nein, da gar nicht. Dann müssen wir schnell eine kaufen. Ah. Schnell. So geht's schneller. Befe. Dankeschön. Einmal. Hackt ein bisschen. Warum hakt das Spiel so? Was ist da los? Liegt das am Spiel oder liegt das vielleicht doch an meiner Playstation, was ich euch hoffe? Jetzt so ein Jahr vor Ende. Vor Ende der PlayStation 4 und Anfang der PS5 nochmal eine neue kaufen müssen, wäre anders bitter. Das wäre aber dieses komplett andere bitter.
Das ging ja gar nicht. Oh, hier, Hitzeschutzblech. Ja, komm, dann suche ich das Hitzeschutzblech jetzt aber erstmal so raus. Das dauert sonst zu lang. Die Folge zieht sich schon wieder in die Länge, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir beenden die Folge dann hier. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gerne kommentieren, Däumchen nach oben da lassen. Kostenloses Abo, freut mich auch. Und ja, dann würde ich sagen, gehe ich offscreen hin. Mach hier auch schon mal die Hinterachse klar. Sofern es geht. Und dann ja, schrauben wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sag mal bis dahin. Ciao, ciao.